Der Schauspieler Adama Niang, bekannt aus der Netflix-Serie Lupin, in der er die Rolle des Léonard Conné spielt, ist überraschend gestorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Wie verschiedene Medien berichten, ist der Franzose im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Lupin-Hauptdarsteller Omar Sy, der in der Serie die Hauptfigur Hassan Diop spielt, trauert öffentlich über den Tod seines Kollegen. Auf Twitter schreibt er: Ich schicke den Angehörigen von Adama Niang, einem großartigen Schauspieler, an dessen Seite ich die Chance und das Vergnügen hatte zu spielen, mein tief empfundenes Beileid. Ein Mann von seltener Liebenswürdigkeit, möge seine Seele in Frieden ruhen. Niang spielte auch im Rache-Thriller Get In von Regisseur und Drehbuchautor Olivier Abou mit. Dieser brachte seine Trauer um den Schauspieler ebenfalls auf Social Media zum Ausdruck. Er war engagiert, leuchtend, talentiert, mächtig. Er war mein Held, ein Freund, ein Komplize.